الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لي بقشفستا

Und verkünde denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden, durch eilt von Bächen. Jedesmal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt worden, wurden. Doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden, und darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen, und ewig werden sie darin bleiben. Und Allah ta'baraka wa ta ala, sagte auch, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله يذغن ديس استر عن ديم دين وارhaftigen Für sie sind Gärten durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat wohlgefallen an ihnen und sie haben wohlgefallen an ihm, das ist der großartige Erfolg. Und Allah Tabarak ta sagt: fi Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und an Quellen sein. Betretet sie in Frieden und in Sicherheit. Und Allah sagte, in ihm werdet ihr alles haben, was ihr euch wünscht. Und in ihm werdet ihr alles haben, wonach ihr verlangt. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. الله سبحانه وتعالى غوف تي الغلئبين الى الجنه والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون doch الله غوفت zum Paradies und zur Verzeihung mit seiner Erlaubnis und macht den Menschen seine Zeichen klar damit sie seiner gedenken mögen und Allah تبارك وتعالى شبونت دي غلويبين داتسو أن إن دي باراديس سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فات أيفات دن مت أم دي هان باراديس gleich der Größe des Himmels, oder dessen Breite gleich der Breite des Himmels und der Erde ist. Es ist für jene bereitet, die an Allah und seine Gesandten glauben, das es Allahs Huld. Er gewährt sie, wem er will, und Allah verfügt über die große Huld. Liebe Geschwister, Al-Jannah und Annar, Al das Paradies und das Höllenfeuer, sind bereits erschaffen und aktuell vorhanden. Dies ist die Aqidah, ده اهل السنه والجماعه ان ديزا انجلينغنهايت الله تبارك وتعالى زاك ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى Und er, also da, hier ist äh, uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint, und er sah ihn, und hier ist Jibril gemeint, Erzengel Jibril, und er sah ihn ja ein, ein anderes Mal herabkommen beim Siderbaum des Endziels. Bei dem der Garten der Zuflucht ist. Diese Eier, liebe Geschwister, ist deutlich ein Beweis dafür, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril ein weiteres Mal sah und getroffen hat. Auch beweist es die folgende Eier: Und wetteifert nach der Vergebung eures Herrn und nach einem Garten, dessen Breite der, der von Himmel und Erde entspricht. Der für die Gottesfürchtigen vorbereitet ist. Es wurde schon bereits vorbereitet. Genauso die Hadith, Hadith die über die Isra-Erzählung Isra sprechen, sind eindeutige Beweise diesbezüglich. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad. Sallallahu wasallam wird derjenige sein, der um die Eröffnung der Tore des Paradieses bitten wird? So wird Muhammad Sallallahu wasallam der Erste sein, der das Paradies betreten wird. Die Tore des Paradieses sind acht an Anzahl. Zwischen den beiden Enden eines Tores von den Toren des Paradieses ist eine Distanz, die in 40 Jahren zurückgelegt werden könnte. Wenn man das Paradies betreten hat, begrüßen einem die Torwächter der Engel und sagen: Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Friede sei auf euch. Gut wart ihr, so betretet ihn, ewig darin zu bleiben. Allahu Akbar. Was für eine schöne Begrüßung, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Die Paradiesbewohner werden, antw werden antworten und sagen: Waqalu alhamdulillah. Waqalu alhamdulillah wa al min Und sie werden sagen: Alles Lob Gebet, Allah, der sein Versprechen an uns gehalten und die Erde, also damit. Ist das Paradies gemeint und die Erde zum Erbe gegeben hat, sodass wir uns im Paradiesgarten aufhalten können, wo immer wir wollen. Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Liebe Geschwister, in Gender gibt es mehrere Stufen. Es sind insgesamt 100 Stufen und zwischen einer und der anderen Stufe ist wie zwischen der Erde und dem Himmel. Allahu Akbar, kennt ihr den Paradiesbewohner mit der niedrigsten Stufe, liebe Geschwister? Hört zu, Ibn Mas'ud. Berichtete, dass der Gesandte Allah sagte: Ich kenne fürwahr denjenigen Bewohner der Hölle, der sie als letzter verlässt, und denjenigen Bewohner des Paradieses, der es als letzter betritt. Es wird dieser ein Mann sein, der aus der Hölle herausgekrochen kommt. Allah, Tabaraka wa ta wird zu ihm sagen: Gehe hin und tritt ins Paradies ein. Er wird sich zu ihm gegeben. Und da wird es ihm so erscheinen, als ob es, also das Paradies, voll wäre. Worauf er zurückkehrt und sagt: Mein Herr, ich habe es voll vorgefunden. Da wird Allah, der Allmächtige und Erhabene, nochmals zu ihm sagen: Gehe hin und tritt ins Paradies ein. Er wird sich wieder zu ihm begeben und da wird es ihm so erscheinen, als ob es voll wäre, worauf er zurückkehrt und sagt, mein Herr, ich habe es voll vorgefunden. Da wird Allah, der Allmächtige und Erhabene, zu ihm sagen, gehe hin und tritt ins Paradies ein, denn du wirst dort so viel haben wie die diesseitige Welt und zehnmal so viel, oder? Denn du wirst dort so viel haben wie ein Zehnfaches der diesseitigen Welt. Daraufhin wird der Mann entgegnen, machst du dich über mich lustig? Oder in einem anderen Wortlaut, lachst du mich aus, wo du doch der König bist? Ibn Mas'ud radiallahu anhu fügte ein: Ich sah Allahs Gesandten sallallahu alaihi so sehr lachen, bis seine Backenzähne zu sehen waren. Und er sagte: Das ist derjenige der Paradiesbewohner mit dem geringsten Rang. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim überliefert, liebe Geschwister. Subhanallah, yani, wir haben gehört, derjenige, der am geringsten belohnt wird im Paradies, ist derjenige, der wie das Dieszeit und das Zehnfache davon erhalten wird. Allahu Akbar, wie großzügig Allah subhanahu wa ist und wie gewaltig doch Al-Jannah ist. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sagte, die geringste Rangstufe jemandes von euch im Paradies wird sein, dass er zu ihm sagt, also Allah zu ihm sagt, wünsche dir, was du willst. Da wird sich der angesprochene Paradiesbewohner wünschen und wünschen und dann gefragt werden, hast du dir alles gewünscht? Er wird bejahen und da wird ihm gesagt, nun sollst du haben, was du dir gewünscht hast und das Gleiche dazu. Und dieser Hadith ist bei Al-Imam Muslim überliefert, Allahu Akbar, liebe Geschwister, wie gewaltig, doch, wie gewaltig doch allein die niedrigste Stufe des Paradieses ist. Stellt euch vor, ihr besitzt alles was auf dieser Dunya ist, an Gold, an Silber, an Geld, an Häuser, an Schlösser etc. Und das mal 10. Al-Jannah, liebe Geschwister, ist über unsere Vorstellungskraft. Abu Huraira, Radi anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi, sagte, Allah wa Taala sagte, ich habe für meine rechtschaffenen Diener im Paradies das vorbereitet, was weder ein Auge je sah, noch ein Ohr je hörte, noch als Herzens Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und dieser Hadith ist bei Bukhari. Die Paradiesbewohner betreten das Paradies und jeder in seiner für ihn bestimmten Stufe. Liebe Geschwister, es wurden einige Ahadith bezüglich den Eigenschaften der Paradiesbewohner überliefert. Und die Ulama haben diese in ihren Büchern und Vorträgen erwähnt und erwähnt. Und zwar: Der Paradiesbewohner wird so lang sein, wie Adam a.s. einst lang war. Das sind genau 60 Ellbogenlänge. Ellbogenlänge, ja, das sind ungefähr 38 Meter. Er wird 33 Jahre alt sein und keine Behaarung am Körper oder am Gesicht haben. Sie werden essen. Sie werden essen und trinken, ohne jemals ihren Notdurft verrichten zu müssen oder ohne jemals Wasser zu lassen. Ihre Verdauung geschieht durch das Aufstoßen und das Ausschwitzen, welches besser als das Moschus, Moschusduft sein wird. Unter den Paradiesbewohnern, liebe Geschwister, wird es kein Groll, Neid, Hass oder irgendwelche Streitigkeiten geben. Sie werden die Stärke und Ausdauer von 100 Männern beim Essen und Trinken und Geschlechtswecker jeweils haben. Das erste, was die Paradiesbewohner zu sich nehmen werden, ist das Rand eines Fischlebers. Und dann wird der Stier des Paradieses geschächtet, der am der an Rand des Paradieses weidete und gegessen. Daraufhin werden die Paradiesbewohner aus einer Quelle namens Selzebil trinken. In authentischen Ahadith heißt es, dass wenn die Paradiesbewohner das Paradies und die Höllenbewohner das Höllenfeuer betreten haben, wird der Tod in Gestalt eines weißen Schafbocks zwischen Gender und Jahannam vorgeführt, dann wird gerufen: "O oh, ihr Paradiesbewohner!" Da werden sie voller Angst, warum voller Angst, aus Befürchtung, dass sie daraus müssen, schauen. Sie werden voller Angst schauen und es wird gerufen: "O oh, oh, ihr Höllenbewohner!" Da werden sie voller Freude und warum voller Freude mit der Hoffnung, dass sie daraus können schauen und ihr Höllenbe also als gesagt wird und ihr Höllenbewohner, da werden sie voller Freude schauen. Dann wird gesagt, kennt ihr das? Sie werden alle sagen, ja, das ist der Tod. Dann wird er zwischen Jannah und Jahannam geschächtet. und es wird gesagt, o oh, o oh Paradiesbewohner, Ewigkeit ohne Tod und o oh, Höllenbewohner, Ewigkeit ohne Tod. Also nun ist es also, nun ist es nur Ewigkeit und den Tod gibt es nicht mehr. Subhanallah. Liebe Geschwister, das sind nur einige Beschreibungen des, der Paradiesbewohner und des Paradieses. Der Gläubige, wenn er solche Beschreibungen aus den Offenbarungstexten hört oder liest, muss es kaum abwarten können, endlich ins Paradies eingelassen zu werden. Dementsprechend dürfen wir diese. Äh, äh, Paradiesgärten nicht wegen der Vergänglichkeit des Dieszeits austauschen. Wir dürfen nicht unachtsam sein. Wir dürfen nicht in Vergessenheit fallen. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen und ermahnen. Wallahi, das ist alles pure Realität, liebe Geschwister. Wir werden alle sterben und all dies sehen. Doch es gibt dann kein Zurück mehr. Du und deine Taten ganz allein. Hört euch diesen gewaltigen Hadith an. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi sagte, Allah der Allmächtige und Erhabene wird zu den Bewohnern des Paradieses sagen: O oh, ihr Bewohner des Paradieses! Worauf sie erwidern: Hier sind wir unser Herr zu deinen Diensten und deiner gefälligen Verfügung. Dann wird er fragen: Seid ihr zufrieden? Worauf sie antworten: Warum sollten wir nicht zufrieden sein, wo du uns doch gewährt hast, was du niemanden sonst von deinen Geschöpfen gewährt hast? Da wird er fragen: Soll ich euch nicht etwas noch Vorzüglerisches Gewähren als das, worauf sie, woraufhin sie entgegnen, was könnte vorzüglicher sein als das? Worauf er antwortete, Worauf er antworten wird: Ich werde mein Wohlgefallen über euch kommen lassen, so dass ich mich danach niemals mehr über euch ärgern werde. Und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim überliefert. In einer weiteren Überlieferung, welches in Muslim verzeichnet wurde, heißt es, dass Allahs Gesandter (sallallahu sagte: Wenn die Paradiesbewohner das Paradies betreten haben, wird Allah taala ta sie fragen: Wollt ihr, dass ich euch noch mehr gewähre? Woraufhin Sie antworten werden: Hast du nicht unsere Gesichter leuchtend hell gemacht? Hast du uns nicht ins Paradies eintreten lassen und uns vor der Hölle gerettet? Da wird Allah den Schleier aufdecken und dann wird es nichts von dem Ihnen gewährten geben, was Ihnen lieber wäre, als Ihren Herren anzusehen. Das heißt, liebe Geschwister, Allah deckt den Schleier zwischen sich und seinen Dienern auf, der sie daran gehindert hat, ihn zu sehen, so dass sie ihn sehen können. Allahu Akbar. Jarir, Berichtete, als wir in einer Vollmondnacht bei Allahs Gesandten sallallahu wa sallam, waren, blickte er zum Mond und sagte: Ihr werdet euren Herrn gewiss sehen, wie ihr diesen Mond seht, ohne dass ihr dabei Schwierigkeiten habt. Ja, gemeint ist hier ohne Gedränge und so weiter. Liebe Geschwister, Abu Musa radiallahu anhu, überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, sagte: Der Gläubige wird im Paradies fürwahr ein Zelt. Aus einer einzigen ausgehöhlten Perle haben, deren Höhe 60 Meilen in den Himmel beträgt. Der Gläubige hat darin Gattinnen, und, unter denen er umhergeht, aber ohne dass, die bei, ohne dass die einen von ihnen die anderen sehen können. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Und im Paradies gibt es, liebe Geschwister, einen Baum, in dessen Schatten ein Reiter hundert Jahre lang reiten kann, ohne das Ende des Baumes zu erreichen. Im Paradies gibt es Aufenthaltsorte, die der Paradiesbewohner beim Eintreten ins Paradies leichter finden wird als zu seinem Aufenthaltsort im Diesseits. Ihre Gefäße sind aus Gold, ihre Kämme aus Gold, die Baumstämme aus Gold. In einer Überlieferung bei Bukhari heißt es: Ein Platz. Im Paradies, so klein wie der Abstand vom Griff eines Bogens bis zu seiner Spitze, ist wahrlich besser als das, worüber die Sonne auf oder untergeht. Allahu Akbar. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, gefragt wurde, ob es denn im Paradies Pferde gibt. Er sagte, wenn Allah dich in Al-Jannah eintreten lässt, dann wird auf ein Pferd erschaffen aus einem roten Rubin das sein, äh, was du willst. Es fliegt dich nach deinem Wunsch überall in Jannah hin. Ja, yani, nee, das fährt, wird dann das transportieren, was du möchtest. Als er dann auch, als, als er, der Gesandte Allah dann auch gefragt wurde, ob es Kamele gibt, sagte der Gesandte Allah diesmal, wenn Allah dich in Al-Jannah eintreten lässt, dann wirst du alles bekommen, was dein Herz wünscht und dein Auge erfreut. Allahu Akbar. Ein so kleiner Platz im Paradies ist besser als die gesamte Dunya. Die gesamte Dunya und was in ihr ist. Hinter was rennen wir dann? Dann hinterher, liebe Geschwister. Wegen was streiten und schlagen wir uns, liebe Geschwister? Wegen wen oder was begehen wir so viele Sünden, liebe Geschwister? Wegen was riskieren wir diese unvorstellbar schöne Wohnstätte im Paradies, liebe Geschwister? La ilaha illallah. Enes, radiallahu anhu, überlieferte, das Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte: Im Paradies gibt es einen Marktplatz, zu dem sich seine Bewohner jeden Freitag oder jede Woche begeben. Der Nordwind wird wehen und in ihre Gesichter und Kleider streuen, woraufhin sie schöner und hübscher werden. Wenn sie dann mit schönerem und hübscherem Aussehen zu ihren Angehörigen zurückkehren, werden diese zu ihnen sagen, bei Allah, ihr seid schöner und hübscher geworden. Worauf diese erwidern, auch ihr seid bei Allah während unserer Abwesenheit schöner und hübscher geworden. Dieser Hadith ist bei Muslim überliefert. Liebe Geschwister, abschließend, abschließend möchte ich euch mitteilen, dass das Paradies und was in ihr alles an Gunst sein wird, über unsere Vorstellungskraft liegt. Egal wie viel wir an Beschreibungen gehört haben, wird das Paradies und was in ihr ist, besser und schöner sein. Denn Allah, جَزَاءً wa Ta'ala, يَعْمَلُونَ Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Es gibt nichts auf dieser Dunja, was vergleichbar wäre wie das, was für die Bewohner des Paradieses vorbereitet wurde. Es sind nur die Namen, liebe Geschwister. Bäume, Früchte, Flüsse, Häuser, Schlösser und so weiter. Alles, was man über die Beschreibung des Paradies in den Offenbarungstexten kennt, ist nur ein Bruchteil dessen, was die Gläubigen im Paradies erwartet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns und all jene, die wir für Allah lieben, in den höchsten Stufen des Paradieses zu versammeln. Möge er wa uns diese Wohnstätte auf Ewigkeit bewohnen lassen und uns vor dem Höllenfeuer bewahren, liebe Geschwister. Möge Allah wa uns nicht von, vom geraden Weg abirren lassen. Liebe Geschwister, bittet Allah immer um die höchsten Stufen des Paradieses und bittet Allah um Zuflucht vor der Hölle. Nehmt bei Allahs ta'ala, Zuflucht vor der Hölle. Liebe Geschwister, strengt euch an. Die Zeit läuft. Die Zeit. Läuft und unsere Reise wird bald beginnen. Hüte dich davor, dass du den Shaitan und seiner Armee folgst. Seid barmherzig, seid großzügig, seid gottesfürchtig. Denkt daran, diese Dunja mit all ihrer Schönheit wird vergehen. Statt in Panik zu fallen, aufgrund eines Virus stärkt eure Bindung zu Allah. Subhanahu wa Ein Virus, welches nicht mit dem bloßen Auge gesehen werden kann. Lässt die gesamte Weltbevölkerung in solche Zustände versetzen, subhanallah. So unterschätzt die Allmacht eures Herrn Allah nicht. Sieht dies als ein Zeichen, sieht dies als eine Chance zurückzukehren zu Allah subhanallah und den Weg ins Paradies erneut aufzuschlagen und diese bis zum Tod zu gehen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Nabina wa sallam.